das Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart, 7 Uhr morgens. In Rekordzeit soll im Kongresszentrum des Krankenhauses ein Impfzentrum entstehen. Eines von weit über 300 in Deutschland. Kurze Frühbesprechung mit Messebauer und Projektleitungsteam. Sozusagen wieder noch vorgesehen, hier unsere Impfkabine. Ja, wir gucken, dass wir heute eigentlich schon fast alle Kabinen bauen. Angefangen ganz hinten und arbeiten uns dann hier hervor. 1500 Menschen sollen hier bald am Tag geimpft werden. Noch ist das kaum vorstellbar. Es ist ein Mammutprojekt mit viel Stresspotenzial, auch für die beiden Projektleiter, den Arzt Dr. Matthias Zuchowski und den Ingenieur Kai Lackstetter. Die Herausforderung ist ja auch, so ein Impfzentrum auf die Schnelle mal aus dem Boden zu stampfen. Das passiert ja auch nicht alltäglich, auch wenn wir mal überlegen, dass wir letztendlich erst vor knapp 2 Wochen gestartet sind und gesagt haben, wir machen das Impfzentrum. Der Prozess von der reinen Impfung ist eigentlich medizinisch simpel, aber wenn man die Zielzahl erreichen will von 120 Personen pro Stunde, heißt es, man muss Stationen bauen. Das Impfzentrum braucht daher nicht nur einfache Impfkabinen. Alles muss so gebaut sein, dass sich hier niemand mit Covid anstecken kann. Man braucht Wartebereiche, Arzt- und Beobachtungsräume. Und alles passiert unter Hochdruck. Bis Mitte Dezember soll das Impfzentrum fertig sein. Das Szenario, wo wir am schnellsten reagieren müssen, wäre, dass der Impfstoff tatsächlich dann am 16. und 17. zur Verfügung stünde. Und darauf stellen wir alles ein.